Putin ist ein unberechenbarer Politiker mit langjähriger Erfahrung. Mit seiner Macht hält er sein Land im Schach und schaltet alle Oppositionelle aus. Er hat auch großen Einfluss auf die ehemaligen sowjetischen Länder. Er hat quasi erreicht, was er erreichen wollte, ein glorreiches Russland. Ich bin kein großer Putin-Fan, weil ich weiß, dass er viel Blut an den Händen kleben hat, aber man muss zugeben, dass er zu den stärksten Führern gehört auf der Welt, der die Diplomatie bis zum Äußersten ausnutzt, um die Gegner wie ein Spielball zu verwenden. Ihn kann man nicht leicht durchschauen. Er spielt seine Karten verdeckt und behält einen Pokerface. Ich habe mir mal ein paar WikiLeaks-Auszüge gelesen. Da ging es um einen US-Diplomaten, der mal gesagt hat, als ich Putin die Hand geschüttelt habe und dabei mich angeschaut hat, fühlte es sich an, als würde er mit seinen blauen, eiskalten Augen meine Seele anstarren. Und es gab noch andere ähnliche Aussagen. Der Punkt ist, ich würde mich nie als Land mit Putin anfreunden wollen. Ihn zu unterschätzen ist wie russisches Roulette. Putin werden wir noch lange erleben. Und ich kann schon mal voraussagen, dass er bis zum Tode Russland regieren wird.